Im Sinne von, wenn es regnet, dass man dann entsprechend nicht im Regen stehen bleibt. Sowas halt. Ich überlege gerade, wie ich das baue hier. Wahrscheinlich so, dass es hier vorne durchgeht, ne? Können wir auch machen hier. Sieht zwar ein bisschen sehr komisch aus, dann. Also, dass es quasi nicht ernsthaft was wegnimmt hier. Von dem ganzen wunderschönen fruchtbaren Boden. Das ist nämlich mir gerade mal sehr wichtig. Dass der ganze schöne Boden hier bestehen bleibt. Da geht gar nichts. Fantastisch. So, sollte passen. Sollte erstmal gehen. Der Brunnen kommt sogar noch an alles ran. Fantastisch. Oder fast an alles. Okay, Rock Removal sollte ich jetzt erstmal genug haben. Möglichkeiten. Das heißt, mal so schön es hier auch ist, es ist ein bisschen unnütz. Ich kann auch immer, ne? Achso, die sind fertig, okay. Plomp. Plomp. Die sind da fertig. Ich habe auch nur noch 260 Steine. Okay, haben die da jetzt irgendwas von? Guardians of the Forest and all its nature. Creations. Sorry, ich musste gerade mal gähnen hier. So. Mal gucken, wie hoch das noch geht. Es ist so hoch. Es ist so ekelhaft hoch. Fantastisch. Finde ich lustig und ein bisschen sehr schräg, weil es sieht halt nicht aus. Sieht halt wirklich nicht aus. Okay. Die Mauer ist wirklich ein bisschen sehr seltsam jetzt. Aber wenn man das hier so runterzieht, kann man hier dann noch das rüberbauen und hier ein Tor. Dann kann man hier die Mauer komplett abschließen vielleicht. Wäre auch nicht verkehrt. Die Richtung stimmt dann schon mal. Na komm. Dann da noch drei Stück hin. Wobei der auch seltsam versetzt ist hier. Oder ich mache hier nur noch zwei. Dass die Mauer einfach mal so diagonal ist. Das geht natürlich auch. Hoffentlich. Ich brauche mehr Wohnraum hier. Da ist halt nichts, ne? Ich weiß nicht, warum die da keine Sachen haben. Ob da das Holz für fehlt so ein bisschen. Ich meine, ich kann hier noch eine Holzfäller hinbauen, aber... Weiß ja nicht. Im Prinzip wäre hier halt ein super Platz für einen Holzfäller. Er hat nur dann ganz seltsame Wege zu gehen hier. Wobei, wo ist der nächste Stockpile? Der nächste Lagerplatz. Für alles und jeden. Hier oben, ne? Ich weiß nicht, ob das dann reicht. Man könnte hier noch einen hinwerfen. Kann da noch einen hinwerfen, na klar. Man muss auch gar nicht werfen. Man kann den auch einfach sanft benutzen und legen. Das geht natürlich auch. So, ich würde das hier gerne erstmal abschließen, bevor ich hier noch weiteren Quatsch mit den ganzen Steinen baue. Nein? So, ich glaube, das reicht so. Ich glaube, wenn das so schräg ist, das geht. Gehe ich, also hoffe ich gerade mal stark. Sehr, sehr stark. Hops. Okay, die sind weg. Die sind fertig, ne? Plomp. Plomp. Okay, das habe ich nicht demolished. Das ist wirklich alles schon so schnell. Das ist echt schnell. Das sieht so leer aus auf einmal. Sieht echt sehr leer aus. Sieht äußerst leer aus. Und es irritiert nur ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Okay, die müssen aber schneller sein. Ansonsten würde ich da überall schon mal auch gleich so eine Runde hier Stein drauf knubbeln. An zwei Stellen geht's schon. Ich lasse noch mal ein bisschen Zeit hier. Ich lasse ihn noch mal in Ruhe. Beziehungsweise ich baue noch mal weiter hier oben. Keine Materialien mehr. Es ist so hoch. Da würde ich gerne so Ableger, also so Arme nach außen bauen, dass man entsprechend hier rüberkommt in die ganzen anderen Himmelsrichtungen, damit man dann entsprechend Verteidigung machen kann. Von oben. Wer weiß.
Irgendwann kann ich nicht mehr weit genug rauszoomen, damit ich da drauf bauen kann. Wenn der doppelt so hoch wird, dann wird es stressig. Dann wird es echt stressig. Ich hoffe nicht, dass der noch doppelt so hoch geht. Das wäre ein bisschen sehr viel. Mit diesen ganzen Steinen könnte ich die komplette Außenmauer einen hochsetzen, glaube ich. Fürchte ich mal. Das sind doch schon einige mittlerweile. Ich fände es lustig, wenn ab einer gewissen Höhe dann so moderner Baukran da außen dran hängt. Das fände ich gerade mal ganz gut. Okay, Essen ist, ja, entwickelt sich. Es entwickelt sich. Es könnte mehr sein, aber es ist ja bald alles fertig hier. Sollte bald alles sehr fertig sein. Ich könnte hier vielleicht nochmal, auch nochmal so eine, wie heißt das hier, so eine Bäckerei reinkloppen. Takes wheat and charcoal and turns it into bread. Stores the bread until it's eaten. Ist halt die Frage, ne, wie gut das da, ob das hier, ob die Leute, ob das wirklich, ich guck mal auf die andere Bäckerei, inwiefern das wirklich was bringt, an der Stelle. Das sind aber hier, ist halt, zählt Bread jetzt einfach nur als Nahrung oder was ist da los? Machen die einfach nur quasi mehr Nahrung durch den Einsatz von Kohle? Da bin ich mir halt nicht ganz sicher gerade mal. Das ist echt ein bisschen sehr hoch. Weil, wenn das nicht extra nochmal eine Lagerstätte wäre quasi. Das ist so hoch. Dann wäre es halt blöd, wenn das natürlich irgendwo ist, wenn das quasi, wenn man dann auf den Bereich angewiesen ist, aus dem es dann liefern wird. Aber wenn das dann sowieso schon weiter ist, oder wenn es dann sowieso genauso als Nahrung zählt, als ganz normale, braucht man da auch nicht extra irgendwelchen Hackmeck machen. So. Das ist ein Drache, fantastisch. War da gerade ein Wal oder was war das? Hier. Die Drachen sind echt ein bisschen albern. Da müsste eigentlich mal irgendwie ein ganzes Geschwader davon kommen. Also wie es im Moment aussieht, können die halt echt nicht allzu viel. Die können halt nichts. Unter dem Anspruch fehlt hier die Gegner-Herausforderung. Es kann auf höhere Schwierigkeit kann's besser sein. Aber da ist auch die Frage, wie gut macht man das dann? Wenn es einfach nur knallschwer wird und man genau keine Chance mehr hat, dann ist das natürlich doof. Der hat schon keinen Bock mehr. Es ging schnell. Aber so ein schöner Schwierigkeitsgrad ist nicht schlecht. So was eher Knackiges. Nicht verkehrt. Okay, 6 neue Leute. Ich habe auch keinen Platz mehr hier. Jedes Zimmer ist vollgestopft mit sonst was. In erster Linie mit Menschen. Noch eine Männer, weil das so schön ist hier. Und jetzt ist da plötzlich ein Baum. Fantastisch. Top. Machen wir mal so ein kleines Cottage hier zwischen rein. Einfach weil es nett aussieht. Heißt, der kommt aber dann auch nochmal weg. Es sind alles sehr, sehr vollgeknallt hier. Mit Häusern und sehr wenig Natur. Aber es scheint zu funktionieren. Von daher, die meckern nicht, dass es irgendwie hier zu wenig Grünzeug gibt. Ich würde es wahrscheinlich machen, aber in der Stadt war früher das auch eher seltener. Weil man da wirklich, oder in so einer Burg, weil man da jeden Platz eigentlich gebraucht hat und benutzt hat. Okay. Aha. Ich bin total begeistert. Hätte ich nie gerechnet damit, dass das so ein Projekt wird hier. Ich meine, das Achievement haben aber halt auch nur wenige Leute bisher. Von daher, vielleicht gibt es denn einen Zusammenhang. Ich weiß es nicht. Das muss eigentlich höher. Ich weiß noch nicht, was für mich der neue Höhenstandard ist. Müsste man ja zählen. Hier sind 4 Knubbel, hier sind auch, die sind 5 Knubbel. Ist das sogar noch ein höher? Aha.
Ja, ist ja gut. Hm. Blablabla. Essen. Essen und Kirche. Das, was man natürlich möchte. Unbedingt. Wie oben steht denn das Tee? Da gibt es nämlich halt eine kleine Eingangstür, auf die ich irgendwie gerne mal achten möchte. Da. Dass man halt irgendwie sinnvoll hier raus und reinkommt. Aber wo ist denn jetzt meine Truppe eigentlich? Der braucht neue, der hat nur noch 4 Leute. Machen wir mal 4 neue. Ich weiß nicht, wie viele da in die Gruppe kommen können, aber es waren zumindest schon mal doppelt so viele. Und da das wieder aufstocken auf doppelt so viele ist gar nicht mal schlecht. Hätte ich jetzt so ganz grob vermutet. Ach Mensch, ey. Ich beneide die Leute nicht, die da oben arbeiten müssen. Und keine Ahnung, ab wann das Achievement denn funktioniert. Wenn das die höchste Stufe ist, die man erreichen kann, vielleicht? Ich weiß es nicht. Verteidigungsmäßig sieht es hierhin ein bisschen dünn aus, aber... was heißt, ich behaupte mal, ich hoffe mal nicht, dass hier irgendjemand langkommt. Hoffe ich mal nicht. Habe ich irgendwas jetzt komplett übersehen, was ich irgendwie noch überhaupt gar nicht gebaut habe? Ich glaube nicht, ne? Ja, sieht ganz gut aus. So. Ich glaube, das ging bisher. Mit der Vergesslichkeit. Und lass mich da immer noch eine Schippe drauflegen. Natürlich, natürlich. Man muss ja auch nach was aussehen, ne? Wir machen gerade dem Kölner Dom sehr viel Konkurrenz hier. Nur, dass die Türme halt zusammengewachsen sind. Sind die fertig? Ja, ne? Komm, zack. Das mal mitnehmen. Und ja, das stimmt schon. Die haben hier wenig Unterhaltung in dem Sinne. Ich könnte nur eine Kirche hinklatschen. Wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Dass ich, vielleicht hier die Steine entferne. Und dann könnte man da so ein anderes Ding hier hinwalzen. Also es wäre nicht schlecht, glaube ich. Es ist nicht zentral, aber es ist weit genug von dem anderen Ding weg. Vorn, wo ist es denn? Hallo? Da. Perspektive war ein bisschen falsch. Ja, siehst du mal, da kann man hier dann einen hinbauen, dann passt das schon. Das geht, ne? Kein Problem. Ich bin dafür, dass die Statue noch irgendwas bringt. Außer sehr steinisch aussehen. Ich weiß es nicht. Turm noch höher. Ich mache jetzt mal die Mauer hier ein bisschen anders. Das muss erstmal abgeschlossen sein. Da habe ich tatsächlich mal einen komplett abgeschlossenen Bereich hier. Insgesamt. Bis auf die Tore, die halt geöffnet sind, aber das ist im Prinzip gehen sie da ja im Idealfall nicht durch. Und durch diese Ecke hier sollten sie auch nicht durchgehen. Das würde mich stark wundern. Wenn das eine Option wäre. Na, um es so richtig zu machen, da bitteschön. Sieht halt besser aus. Ich will gerne mal so ein richtiges Festmahl machen. So richtig auf den Putz hauen. So richtig den teuersten Wein aus dem Regal holen und dann wird verkostet. Genau, das wäre mein Ding. So. Okay. Das dauert auch eine Weile, ne? Vor allem das Holz wird halt echt weniger. Ich bin tatsächlich erstaunt. So erstaunt, wie man halt sein muss, wenn irgendwas weniger wird. Was werde ich mal den hier hin? Da kommt jetzt ein Holzfäller hin. Nicht nur Havel. Na komm. Nein, auch keine Quarry. Ein Forester. Das geht ja bestimmt. Wie rum muss das Ding denn? Tja, wahrscheinlich so, ne? Ich hoffe mal, die 3 Bäume, die er da hat, die senken nicht die Effizienz. Sind halt echt nicht viele.
Aber mal gucken, was bei rauskommt und wer vor allem noch als Gegner kommt. Ich weiß auch noch nicht, wann hier wirklich für mich Schluss ist. Bei dieser Runde hier. Muss ich dir mal sagen, im Moment. Mal. Würde mich es in der Form halt reizen, wie groß es noch geht. Oder wie viele Einwohner man dann wohl hat. Aber in dem Sinne, sobald die Herausforderung nicht größer wird, ist eigentlich auch begrenzt aufregend. Festival und Festivale. Kein Festival. Haben es schon wieder fertig. Ja. Es ist so hoch. Das sag ich jetzt jedes Mal. Tja. Guckt euch, ich meine, guckt euch das doch mal an, hallo. Das ist ein richtiger Dorn im Auge. Ich weiß auch nicht, ob das Achievement im Moment richtig beachtet war, aber ich glaube ja. Ich glaube ja. Jetzt meckern sie, weil sie Steuern zahlen müssen, aber wer bezahlt den ganzen Land denn, mal ganz ehrlich? Das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das wird nur vorher schon mal zusammengetragen. Deswegen gibt es Steuern. Mal so gesehen. Okay. Hier müsste hier noch mehr Mampf anbieten. Wobei, im Moment, die tragen das. Das sieht super aus. Tja. Die tragen das alles so schön hin. Okay, das Essen reicht erstmal ein Weilchen. Ist das voll? Nein. Tja. Komme ich da noch höher vielleicht? Ich meine, wir können die Baustelle immer aufeinander schmeißen, ne? Das sieht doch nicht aus, mal ganz ehrlich. Some queries have no place to store. Ah, ja, genau. Sire, look, it took too long to store your harvest. Natürlich. Das kennen wir doch alle schon. Das Spiel wiederholt ich mal nicht so viel. Bisschen weniger. Fire has claimed. Ja. Oh nein, musste wieder was anderes hin. Da kann aber wirklich sowas hin hier. Da auch meinetwegen. Damit sie zumindest genug haben. Oder den Ansatz von Genugigkeit. 30 Leute bitte, nur 8 kann ich draufnehmen. Ich habe halt keine Betten. Beziehungsweise ich habe keine Betten. Die meisten Betten stehen in einem Haus. Muss ich da gerade nochmal anmerken. Was auch ganz gut ist. Wie weit lässt einen das Spiel noch machen? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Es muss von unten so abartig aussehen. Hochgucken kann ich gerade mal nicht. Also riesige Turben. Nee, es ist schön. Ja. Komme ich nicht so schnell weiter hoch. Ne? Im Moment fehlt noch immer ein bisschen Stein. Aber ansonsten. Ah, es ist seltsam. Seltsam. Einigen wir uns auf seltsam. Es ist wirklich seltsam. Dass es so riesig hoch geht. Und ich würde hier gerne irgendwas mitmachen. Das ist zwar ganz hübsch, aber. Was habe ich davon? Gibt es denn dann vielleicht einen Bonus? Von wegen, bla, eine Statue. Town Square, ja. Ist ja gut. Way Hall. Muss es, hat das wahrscheinlich irgendwie was mit Town Square zu tun, ne? Aber steht nicht bei in welcher Reihenfolge oder in welchem Bereich, nicht Reihenfolge. Na gut, viele neue Leute. Wahrscheinlich die vorhin weggestorben sind. Befürchte ich mal ganz stark. Okay, ich werde nochmal hier die Häuser platzieren. Wobei, da können wir auch wieder die dicken Häuser nehmen. Achso, ich kann jetzt mal das hier alles removen. Der Unusual Stone hier, der unbenutzbare. Wo mache ich das denn mal? Ich weiß es nicht. Machen wir später. Was auch immer ich gerade vorgehabt habe, ich mache das später. Zack, zack, zack. Ist dann zu hoch, ne? Ich setze es erstmal sanft an. Jetzt müsste der Zement doch eigentlich besser wachsen, wenn es regnet.
Aber gut, ich mache an dieser Stelle eine Pause hier bei Kingdoms and Castles. Ich bin wirklich gespannt, wo es noch hingeht. Wahrscheinlich bis wir alles gebaut haben und dann keine Chance mehr haben. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Adieu.